Hallo, ich bin Hannah von den Dogspotters und ich sitze hier im Museum der Bildenden Künste mit Susanne Kim, der Filmemacherin des Films Meine Wunderkammer. Susanne, erstmal danke, dass du dir die Zeit heute nimmst und uns ein paar Fragen beantwortest. In deinem Film geht es ja um vier Kinder, die uns so ihre ganz persönliche Geschichte erzählen und uns da auch mit auf ihre Reise in ihre eigene Welt nehmen. Das Besondere an dem Film ist dabei, dass die Kinder anscheinend extrem viel mitzubestimmen hatten, viele Ideen mit eingebracht haben. Wie kam es denn zu dieser eher unkonventionellen Arbeitsweise? Ich meine, es ist ja trotzdem eine Produktion von Erwachsenen eigentlich. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir natürlich immer wussten, wir sind Erwachsene und wir haben auch den Erwachsenenblick, aber wir haben eben versucht, den Kindern, also dass wir einfach auf Kinderaugenhöhe erzählen. Und deswegen waren so einige Entscheidungen relativ schnell klar, also dass zum Beispiel Erwachsene immer nur abgeschnitten zu sehen sind, dass wir eben auch aus der Kameraperspektive drehen, auf Kinderaugenhöhe sozusagen. Wir haben aber, also oder besser gesagt, mein Anliegen war auch, dass ich eben wollte, dass eigentlich die Kinder ihre Geschichte erzählen und die Erwachsenen eben nicht über die Kinder reden. Und deswegen haben wir dann auch so Workshops veranstaltet, in denen die Kinder so zum Beispiel die Musik selber geschrieben haben und dann auch selber die Lieder gesungen haben zum Beispiel. Wir haben auch mit denen die Props gebaut und jetzt so die Hauptprotagonistinnen, ja, die hatten ja auch alle so eigene Ideen, also wie sie ihre Welten dargestellt haben wollen. Und ich habe halt mich ja auch mit denen darüber ziemlich auseinandergesetzt, weil ich wollte eben nicht, dass da so Stereotype einfach wiederholt werden, sondern dass man einfach das Gefühl hat, ja, jeder wird auch so aufgefangen im Film und man guckt da nicht so drauf und sagt, da hat so einen voyeuristischen Blick. Das war mir halt wichtig. Du hast gerade schon gesagt, die Kinder haben alle so ihren eigenen Blick und die sind auf ihre eigene Art und Weise alle besonders, eben wie jedes Kind besonders ist. Wie hast du jetzt genau diese vier spezifischen Kinder ausgewählt? Wie bist du da so rangegangen? Also ich habe tatsächlich zum Anfang so richtig gesucht in Jugendclubs und in Schulen und auf Spielplätzen und so geguckt, also wo finde ich Kinder. Ich habe auch ein Casting dann gemacht, da konnten Kinder kommen und erzählen, was sie gerne für einen Kinderfilm gemacht haben wollen würden. Aber am Ende war es dann so, dass tatsächlich die Kinder so ein bisschen wie zufällig auch zu mir gekommen sind. Also Juline zum Beispiel ist eine ganz alte Freundin von meiner Tochter. Sie waren schon im Kindergarten zusammen. Und ja, so eigentlich über Freunde von Freunden wurden die dann so auch an mich herangetragen, weil dann gesagt wurde, das sind schon tolle Kinder und willst du die nicht einfach fragen, ob die mitmachen wollen? Und ja, glücklicherweise wollten auch alle. Zu dem Film gibt es ja zusätzlich noch so ein Extended Reality Projekt. Wie ist da der Unterschied zum Film und wie ergänzt sich das vielleicht auch beides gegenseitig? Ja, also es gibt noch eine VR-Experience und also die Idee kam tatsächlich auch also eigentlich im Zusammenspiel mit Elias. Also Elias hat ja so diesen eigenen Planeten, wo die Meerschweine leben und Rose, seine Sprachbox. Und ich habe dann halt, und er kannte auch VR und ich gar nicht und hat mich eigentlich darauf über so ein bisschen also aufmerksam gemacht. Und ich dachte, es wäre halt toll, wenn man sozusagen wirklich seine Welt betreten könnte. Also es macht halt Sinn, eine VR zu machen, weil man dann eben nicht einfach nur den Film ansieht, sondern dass man wirklich reingehen kann in die Welten. Und ich glaube, das ist das Besondere, also als Ergänzung, würde ich sagen. Du hast es gerade schon gesagt, die Meerschweinchen, die ziehen sich so als ganzes Element durch den ganzen Film. Warum genau die Meerschweinchen? Nur wegen Elias? Weil die anderen Kinder haben sie ja genauso. Ja, es hat sich eben so ergeben. Also Elias hatte Meerschweine, Wisdom hatte welche, die sind leider jetzt gestorben. Ich selber habe auch welche, also das ist meine Tochter. Und irgendwie war so klar, also diese Meerschweine sind irgendwie so ein bisschen das, was, die müssen mit. Also wir haben die dann auch wirklich mitgenommen halt da zum Dreh und hatten auch welche uns ausgeliehen in so einem Tierpark. Und ja, also irgendwo, weil ich glaube, wir alle die einfach toll finden. Das sind halt so Tiere, da guckt man zu, die machen irgendwie nichts außer irgendwie fressen, schlafen und kacken und sind trotzdem wahnsinnig glücklich. Und ja, das ist so ein bisschen das, was wir, das war auch eine Idee, genau. Also auch so ein bisschen, was alle im Kindsein verbindet. Der Film heißt ja jetzt Meine Wunderkammern. Was ist denn dann aber trotzdem deine persönliche Wunderkammer? Also wo bist du nochmal ein bisschen Kind? Also tatsächlich ist es dieser Film so ein bisschen jetzt für mich auch wahrscheinlich immer, weil ich halt so ganz viele Sachen machen konnte. Also wir konnten halt so Diamantbaumhäuser haben und Löwenzungen und Meerschweinchen und Meerjungfrauenkostüme. Und es war irgendwie für mich auch nochmal so ein bisschen wie, man kann nochmal Kind sein, also mit den Kindern zusammen. Und wir hatten wirklich auch eine schöne Zeit miteinander. Und mich hat auch besonders gefreut, dass die Kinder eigentlich beim Dreh auch so ein richtiges Team geworden sind und sich auch wirklich mochten. Und das wusste
ich ja vorher nicht. Hätte ja auch ganz anders laufen können. Dann danke ich dir für deine Zeit und für die Antworten. Und wenn ihr noch mehr Lust auf unsere DocSpotters-Projekte habt, dann guckt doch auf unserem Blog vorbei. Da findet ihr noch viel mehr, was ihr euch angucken, anschauen und was ihr euch durchlesen könnt.